Lebensbedrohlicher Einsatz für die Sanitäter Karin Kippels und Franco Fabiano. Leitstelle Köln, hallo? Ja, hallo, Neumann. Frank Neumann ist mein Name. Sie müssen mir sofort einen RTW vorbeischicken. Hier, mein Fahrer, der ist hier kollabiert. Der verreckt mir hier am Lenkrad. Der ist schneeweiß. Ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Können Sie mir sagen, wo Sie sich befinden? Ja, hier an der Autobahn, an der A55, Parkplatz Rodenkirchen. Schnell, los. Haben Sie noch eine Information, was genau passiert? Nein, keine Ahnung. Der verreckt hier. Schicken Sie mir einen. Schnell, das muss weitergehen hier. Ja, bitte bleiben Sie vor Ort. Die Einsatzkräfte werden informiert. Am Einsatzort werden die Sanitäter von dem sehr ungeduldigen Anrufer erwartet. Noch ahnen sie nicht, wie sehr er ihre Arbeit behindern wird und was er eigentlich von ihnen erwartet. Ihr Fahrer ist kollabiert. Ja, er liegt auf dem Lenkrad. Ich weiß nicht, was er hat. Okay. Karin! Kommst du? Hallo. Ist einfach zusammengebrochen. Hier ist der Rettungsdienst. Hallo. Was ist denn passiert? Ja, geh mal. Schmidt. Hallo? Oh. Also der Fahrer sah sehr fahl aus, sehr blass, kaltschweißig und die Augen. Und das war für uns schon ein Indiz, dass er sehr übermüdet war. Wo kommt er denn jetzt her? Ist er schon lange gefahren? Ja, wir sind schon ein bisschen unterwegs. Wir haben Ausland geholt. Und sind jetzt auf Weg nach Berlin. Also der ist eigentlich eine... Sie sind der Beifahrer oder was sind Sie? Ja, sind ich bin der Beifahrer, genau. Okay. Wie lange sind Sie schon unterwegs? Ein paar Stunden. So, ja, so ist auf jeden Fall so. Sehr schwach. Ja, also, ist ziemlich müde. Holz ist da, aber ja, Junge. Was hat er denn sonst? Was ist das denn hier? Das sind ein paar Muntermacher oder sowas. Ein paar Muntermacher, man sieht es nämlich auch. Der ist nämlich total übermüdet. Mhm. Ne? Ach, was haben wir denn alles geschluckt? Komm. Okay, hol mal die Trage dann raus. Schon hin. Bleibst du mal kurz hier bei ihm? Ich hol mal die Trage. Gib mir das Zeug. Dann müssen ja, gib mir irgendwas. Jetzt warten Sie mal einmal hier. Ne? Wir haben nämlich hier ein ganz schönes Aufputschmittel. Auflassen. Ist auch gar nichts mehr drin. Ja, war da höchstens eine drin oder so. Ich hol mal jetzt mal gerade die Trage und dann packen wir ihn jetzt drauf. Irgendwas. Ja, jetzt lassen Sie einfach mal, lassen Sie uns einfach mal arbeiten. Das ist mein bester Fahrer. Wir müssen los. Absolut, wir müssen aber wir haben echt so Zeit. Können Sie sowieso. Sie können komm, so nicht fahren. Gib ihm irgendwas und Sie können weiter. So nicht fahren. Bleiben bitte, Sie mal. Mach doch bitte weiter. Wir haben doch keine Zeit. Ja, ich habe den Chef damit konfrontiert, dass er dieses Zeug eingenommen hat. Die Frage ist, wie viel. Und das war für ihn völlig egal. Hauptsache, er hat es genommen, dass er fit bleibt, dass sie schnell, so schnell wie möglich an ihren Ort kommen können. Uns drum. Ja. Das geht aber nicht, wenn Sie uns jetzt hier nerven. Okay? Aber wir haben doch keine Zeit. Der Kollege holt jetzt die Trage. Wir kümmern uns jetzt. 60.000 Euro Ausland in den Wagen. Wir müssen los. Ja, aber ihm geht es aber schlecht. Ja, darum habe ich Sie ja gerufen. Ja, genau. Sie haben uns gerufen, damit wir ihm helfen. Das können wir nur, wenn Sie jetzt nicht dazwischen quatschen. Aber dann machen Sie schnell, bitte. Ja, der Kollege holt jetzt die Trage. Wir versorgen ihn jetzt im Auto und gucken überhaupt, was los ist. Ja. Okay? Ja, aber bestimmt irgendwie ein Mittelchen, dass wir den wieder fit kriegen. Wir gucken jetzt erstmal. Rico, komm! Ja? Wie lange ist er denn jetzt schon unterwegs? Ach ja. 18 Stunden? Ja. 18 so. Stunden? Ja. Am Stück. Ja. Franco, er ist jetzt 18 Stunden schon am Stück unterwegs. Ich weiß nicht, was wie er lange? 18? 18 am Stück. 18 gefahren. Am Stück gefahren. Ja. Haben Sie sich haben Sie gewechselt? Haben Sie ausgetauscht? Nein, ich kann ja nicht. Ich habe ja keinen Führerschein. Ja, das ist ja einfach. Nee, ja, also aber Rico ist, ey, das ist mein bester Mann, der hat eine Mentalität wie ein Pferd. Der macht eine Welle. Pass auf, ich nehme das jetzt mal. Welle, dass er jetzt hier nicht so, jetzt, wenn wir jetzt mal schauen, der Wagen bleibt sowieso hier stehen. Sie können sowieso nicht fahren. Ja, aber den kriegt er gleich wieder fit. Komm, ihr gebt ihm jetzt irgendwie was und dann ist er wieder fit. Ganz langsam. Das ist doch kein Ding hier, oder? Ja, es war sehr komisch. Wir sollten ihn fit machen, den Fahrer, dass er weiterfahren kann. Und man sah ja, wie er aussah. Es ging ihm ja gar nicht gut. Und so konnte er nicht weiterfahren. Das war eine tickende Zeitbombe, wenn er jetzt weitergefahren wäre. So, komm jetzt. Hilfe, ja? Da geht ihm gerade irgendwas und dann müssen wir weiter. Leute, wir müssen noch nach Berlin. Wir haben echt Termin. Sie gehen mir ganz schön auf die Nerven. Lassen Sie doch das jetzt erstmal gut sein. Wir gucken uns Ihren Kollegen jetzt an. Ja, ja, meine Existenz, hängt sein Leben ab. Ganz ruhig jetzt hier. Mein Gott, er ist ein bisschen übermüdet. So. Gib ihm irgendwas und dann ist gut. Sie können den Wagen ja nicht fahren. Nein. Sie können jetzt die Papiere mal rausholen. Jetzt. Alles soweit, die Wertgegenstände von ihm, dass Sie ihn mal rausholen. Wollen wir ihn jetzt mitnehmen, oder was? Ja. Wir nehmen Sie ihn jetzt mit ins Krankenhaus, ja klar. Ihr macht ihn jetzt wieder fit. Wenn auf jeden Fall mal gucken. Ihr macht ihn jetzt wieder fit. Ganz kurz. Wir müssen los. Gehen Sie mal kurz zur Seite. Nein, das geht nicht. Da sind 60.000 Euro drin. Hören Sie mal auf meine Kollegin. Nee, passen Sie auf, Sie hören jetzt auf mich. Sie geben ihm jetzt was und machen den fit. So, pass auf. So, jetzt weg. Mal ganz ruhig. Passen Sie mal auf. Nein, jetzt passen Sie mal auf, ja? Es reicht. Sie machen ihn jetzt wieder fit. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz schnell. Ganz ruhig. Sie machen ihn jetzt wieder fit und ganz ruhig. Nehmen Sie mir ganz irgendwas. Ruhig. Wir machen das hier gleich aus. Nee. Tun Sie die Waffe weg. Deine Existenz. Legen Sie die Waffe weg. Ich knall dich über den Haufen. Mach jetzt weiter. Nein. Mach jetzt weiter. Wir können alles regeln. Also, was wir da erlebt haben, das kommt nicht alle Tage vor. Dass wir mit einer Waffe bedroht werden, okay. Aber dass man sich dagegen wehrt, dass jemand ins Krankenhaus kommt, um behandelt zu werden, dann noch mit einer Waffe bedroht werden und uns daran hindern,
Das haben wir nicht alle Tage. Wir müssen ihn jetzt ins Krankenhaus Nein, bringen. Nein, Sie Ihnen müssen nicht ihn gut. jetzt fit machen. Können Sie so werden ihm nicht. Jetzt irgendwas geben. Verstehen ich Sie doch. Ich über den Haufen jetzt. Das nein, reicht. Nein, 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 nein. Sie sich doch. Was denn? Hören Sie auf. Gut, passen Sie auf. Ich sage Ihnen jetzt was. Ich sage Ihnen jetzt was. Sie geben ihm jetzt ich sofort was. Ich sage Ihnen jetzt was. Wenn Sie so weitermachen und wir kein Kommando mehr geben an die Leitstelle. Ja, was dann? Dann werden die misstrauisch. Wir müssen immer einen Status abgeben. Ja, dann geben Sie den Status ab, ist mir egal. Aber macht keinen Scheiß, Alter. Machen wir nicht, machen wir nicht. Okay? Lassen Sie uns ja, alles gut. Hier hängt alles echt gut. Eine Existenz von okay. ab. Wir kommen gleich. Und das ist der Einzige, der das noch ganz gut rüberbringen kann. Die Knarre weg. Ja, die Knarre weg. Ich zeig dir gleich die Knarre weg. Die Knarre weg. Sieh zu, dass ihr den fit kriegt. Und zwar ganz schnell. Okay, okay, okay. Ganz schnell. Los. Okay, okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ey, was macht denn jetzt mit zwei? Moment. Wir müssen jetzt an einen Hörer. Ein Funk. Ja, aber da braucht er nicht zu zweit hin. Ne? Doch. Also kümmert sich mein Fahrrad. Sieht, dass alles er gut, alles gut. Wir müssen das ja? machen. Ja, aber nicht zu zweit. Nein, ich lasse meine, meine Kollegin nicht im Stich. Ja, du sollst okay. nicht, ihr sollt den wieder ja, fixen. Ja, ja, da. Ja, 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 ja. Wir haben ihn aber im Blick, okay? Da wir natürlich nicht per Funk jetzt sagen konnten, dass wir bedroht werden, habe ich eigentlich nur Augenkontakt mit meiner Kollegin gegeben, weil wir genau wissen, wir werden darauf geschult. Wie haben wir uns zu verhalten? Wir müssen ja dementsprechend immer ruhig bleiben. Mit dem Augenkontakt mit meiner Kollegin wusste sie genau, dass sie jetzt auf unserem Hörer den Status 0 drücken muss. Das ist das Zeichen für die Leitstelle, dass wir in Not sind. Wir werden bedroht oder haben irgendein Problem. Okay, pass Nein. auf, sie muss jetzt eine Taste drücken. Eine einzige. Drück. Dann ist gut. Und mach weiter. Ja? Okay. Sofort. Aber Sie legen die Waffe. Drück! Okay, alles klar? Hast du die Taste gedrückt? So, okay, jetzt die Waffe runter. Wenn wir drücken, hat die Leitstelle keine Chance, mit uns zu sprechen. Wir haben dann den Sprechwunsch, wir bekommen den. Und als sie gedrückt hat, waren wir die ganze Zeit online. Und somit, da ich ihm dann immer wieder gesagt habe, er soll die Waffe runternehmen, war für die Leitstelle klar, hier ist ein ganz großes Problem, wir werden bedroht. Los, gebt ihm irgendwas, dass er weiterfahren kann. Ganz cool kann. Bleiben, ganz cool bleiben. Ja, ich bin cool, wenn er wieder fährt. Ganz dann cool. Dann seid ihr direkt wieder los. Ja, 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 ja. Okay, los. Okay. Alles wird gut. Ja, ja, das hoffe ich. Du weißt, du machst dich unglücklich. Das ist mir scheißegal. Du weißt, das ist jetzt... Das ist mir scheißegal. Laber nicht und mach den Fick. Du kannst ihm so nicht helfen. Du kannst ihm so nicht helfen. Okay, wir nehmen ihn mit. Nein, ihr nehmt gar nichts mit. Nein. Ihr nehmt überhaupt nichts mit. Ja, der Deal war, ihr macht den Fick. Ich mach den Vorschlag. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ich mach dir einen Vorschlag. Du machst mir jetzt einen Vorschlag. Ich mach dir einen super Vorschlag. Er hat dieses Zeug genommen. Ja. Wir haben was im Auto. Ja, dann hol das her. Nein, wir bringen ihn rein, spritzen ihn dann fit. Ja. Dann kannst du wieder mitnehmen. Dann okay? mach das jetzt. Lass es nur in den Rettungswagen. Hier können wir das nicht machen. Wir haben auch alles da vorne. Spritze geben. Okay, das geht nicht. Mach weiter. Super, okay, ja. Lässt du mich mal dran da. Aber lass mich dran. Ihr nehmt ihn nicht mit, ne? Nein. Wir packen ihn nur in den RTW, okay? Mach weiter. Alles gut. Da wir ja jetzt den Notruf praktisch abgesetzt haben, ist die Polizei natürlich nicht so schnell vor Ort. Also mussten wir uns was einfallen lassen. Und da wir ja auch nicht so blöd sind, habe ich mir einfach mal eine Story einfallen lassen. Ihn einfach wirklich so für dumm verkauft, dass er wirklich das auch checkt und sagt, okay, die wollen mir ja helfen. Aber im Endeffekt wollten wir uns helfen und haben Zeit geschindet und ihm dann halt auch verkauft, er muss erst in den RTW, er muss behandelt werden und dann kann er ja weiterfahren. Der Plan der Sanitäter geht auf. Der Mann vertraut ihnen und so können sie den Patienten zum Rettungswagen transportieren. Doch als die Autobahnpolizei eintrifft, eskaliert die Situation. Hey, ihr Schweine, ihr habt mich verarscht! Hier! Da! Der haut ab! Der haut ab da, mit der Kiste! Ja, ja, setz dich da vor! Die Autobahnpolizisten nehmen die Verfolgung auf und versperren dem Flüchtigen den Weg. Doch der gibt nicht auf. Bleib stehen! Runter auf die Erde! Hände auf den Rücken! Als wir gesehen haben, dass er eine Waffe hochhielt und hat auch in die Luft geschossen, haben wir unsere Waffen ja sofort gezogen. Man schießt natürlich nicht sofort, man schätzt die Situation ein bisschen ein. Man guckt das. Schätzt das Gegenüber ein und guckt, wie reagiert er weiter. Gut, er hat jetzt nicht genau auf uns gezielt, sondern hat in die Luft geschossen. Deswegen konnte man sich etwas Zeit nehmen. Normalerweise kann das schwer ins Auge gehen, weil wir ihn dann auch den Schuss erwidern dann einfach. Ne? Also, Mann, hier, ja, 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 Schweine! Komm, ganz ruhig, ne? Jetzt ist vorbei. Ne? Du hast verloren. Hört doch mit der Scheiße auf hier, Mann! Ich hab die Waffe, guck mal, ja? Hast du ihn? Ja, ich hab.
Was geht denn ab mit dir? Ach, was geht ab, Mann? Die Sachen müssen nach Berlin. Ja, was denn? Einfach mit einer Pistole bedrohen oder was? Pistole. Es ist eine Schreckschusspistole. Der Unterschied ist natürlich von einer Schreckschusswaffe zu einer scharfen Waffe. Also man sieht es natürlich so nicht, wenn man sie so vorgehalten bekommt. Also außer man guckt genau in den Lauf hinein. Es sind natürlich, es fehlen die Projektile dafür. Wenn man sie aufzieht, man kann es dann schon sehen. Und man sieht an den Seiten, sollte man die Zeichen sehen, PTP-Zeichen und alles. Also daher kann man die dann schon, wenn man sie in der Hand hat, kann man schon einschätzen, ob es eine echte ist oder nicht. So von Weitem schlecht einschätzbar. Die Idioten wollen meinen Fahrer nicht rauslassen. Ja, ja. Der muss die Karre fahren. Ja, wir beruhigen uns jetzt mal, fahren was runter. Ey, man sagt, da sind für 60.000 Euro, sind da Austern drin. Na, beruhig dich, verdammt. Mann, die müssen nach Berlin, da hängt meine Existenz von ab. Ja, hast du selber verbockt den Scheiß. Wir setzen dich so, also Sie wissen Bescheid, ne? Vorläufig festgenommen, wir setzen Sie hier im Auto, okay? Ja. Gut, also, einmal zurückgehen. So. Kopf runter. An? Ja. Jetzt mal den Sitz zurück. So. So, ich will guckst sagen, du, ich gehe rüber. Ja. Auto. Geh, ich mach das dann. Geh rüber. Und ruhig bleiben, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja heißt, ne? Ja, ja. Ja. Als wir den Delinquenten dann in den Streifenwagen gesetzt haben, die Anna hat erstmal aufgepasst dann, er war ja vorläufig festgenommen, bin ich dann nochmal zum RTW gegangen, zu der Besatzung und die haben mir dann mal kurz die Geschichte erzählt, was so passiert ist. Der Chef scheint völlig neben sich zu stehen. Erst überfordert er seinen Mitarbeiter mit zu langen Fahrzeiten und dann bedroht er die Rettungskräfte. Ja, und dann haben wir dann den Einfall dann gehabt, dass wir unsere Null wählen am Status, am Funkgerät. So konnten wir alles mithören. So sieht's aus. Wir haben den Hörer gedrückt und so konntet ihr alles mithören, ja, weil das war super. Sonst hatten wir keine Chance gut gehabt. Gut überlegt. Ja. Habt ihr jetzt? Die Werte sind soweit stabil. Ja, also ja. Er muss aber dringend jede Runde schlafen. Ja, kann ich mal mit ihm reden? Ja, kannst du jetzt mal. Kommt mal rein. Also mit dem Patienten haben wir dementsprechend im RTW natürlich behandelt. Das heißt, wir haben ein Monitoring angelegt, Blutdruck gemessen, Sättigung. Und er war ja halt schnell dabei. Das ist halt dieses Ephedrin, was er ihn aufgeputscht hat. Er muss halt Ruhe bekommen, das ist alles. Also mehr wird dann auch nicht gemacht. Da wird vielleicht im Krankenhaus noch eine Infusion, einen Zugang gelegt und das war's dann auch. Er braucht einfach er braucht halt Ruhe. So, erzählen Sie mal, ist ja ein starkes Stück, was hier gelaufen ist. Ja, wo ist denn mein Chef überhaupt? Der Chef sitzt gut bei uns. Erzählen Sie mal, was passiert? Was ist los? Warum liegen Sie hier? Tabletten nehmen. Für den Austern. Teuer. Tabletten, Austern? Wir sind vom Portugal losgefahren mit Austern und die Kühlung ist ausgefallen. Und deswegen macht der Chef so einen Aufstand, weil die Kühlung ausgefallen ist. Ja, aber die sind ja sehr teuer. Ja, habe ich schon gehört, 60.000 Euro. Genau, und seine Existenz steht da aufs Spiel. Ja. Ihre auch? Ja, wenn ich nicht, wenn der nicht. Eine Kappe mal abziehen. Nicht weiter wegfahren kann, dann kriege ich auch kein Geld. Ja. Ja, und was war jetzt mit Medikamenten? Sie sind mit Medikamenten gefahren, oder was? Ja, der hat mir das gegeben. Bewusst? Ja, wir haben ihn unter Druck gesetzt. Ja. Ephedrine. Ephedrine? Ja. Die haben sie freiwillig genommen, oder was? Ja, der hat gesagt, die Existenz steht am Spiel, dann habe ich sie genommen, damit er. Also sind sie gezwungen worden, also nicht freiwillig? Nein. Nein. Also der Chef hat gesagt, sie nehmen und fahren, genau. Ansonsten. Ja, der kann nicht fahren. Er hat keinen Führerschein. Ja, hat er Ihnen irgendwas angedroht, wenn Sie die nicht nehmen, was dann passiert? Ja, dann kriege ich mein Gehalt nicht und alle. Gut, also er hat sich schon bedroht damit und hat gesagt, wenn Sie das nicht nehmen, genau. Dann wird das und das passieren. Okay. Ja, ich musste ja fahren wegen, auch wegen meiner Familie. Gut, okay. Ja, ja, gut. Das eine menschliche verstehe ich. Trotzdem ne, ist das ein Straftatbestand, der erstmal eingeleitet wird. Ne? Mhm. Müssen wir später mal weiter gucken, wie der Staatsanwalt dann entscheidet. Ja? Ja. Ist natürlich so eine Sache, Ihr Chef hat auch eine Pistole dabei gehabt. Ist zwar nur in Anführungsstrichen eine Schreckschusspistole, aber das kann ja keiner wissen, ne? Ja. Also für uns auch nicht, dass der das. Ja, ne? Ihr seid auch beide bedroht worden, ja, damit? Definitiv, ja. Ja, okay, da müssen wir uns dann später nochmal drüber unterhalten dann, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also jeder Einsatz, in dem wir bedroht werden, ob mit einem Messer, mit einer Schusswaffe, das muss man erstmal wegstecken. Der eine steckt das besser weg wie der andere. Was wir machen mit den Kollegen, wir reden miteinander. Das hilft sehr. Natürlich haben wir auch ein PSU-Team. Falls wir das benötigen. Ich für mich selber persönlich habe noch nie erlebt, dass ich das mit nach Hause genommen habe und nicht damit klargekommen bin. Also ich habe es bis jetzt dato immer gut verpacken können. Während der Patient in die Klinik kommt, konfrontieren die Polizisten den Chef mit den Aussagen seines Mitarbeiters.
Daraufhin kommt die Wahrheit ans Licht. So, und jetzt möchte ich von Ihnen gerne mal wissen, was alles passiert ist. Sie sind Beschuldigte eines Strafverfahrens, haben Sie mitbekommen, ne? Ja. Alles, was Sie jetzt sagen kann und wird gegen Sie verwendet werden, okay? Haben Sie verstanden, ne? Also, wollen Sie sich äußern? Ja. Ja. Warum Knarre, warum Wagen, warum Renn weg? Wir haben für 60.000 Euro Aushand in dem Wagen. Ja. Das ist mein letzter großer Auftrag. Ja. Meine ganze Firma steht vor dem Bankrott. Und wenn wir die nicht pünktlich nach Berlin bringen, ist die Firma pleite. Dann sind alle arbeitslos. Dann ist mein Fahrer arbeitslos, ich bin total verschuldet, die Firma ist pleite und da hängt alles dran an diesem einen Wagen. Ja. Und dann kriegt er einen Kreislaufkollaps, bricht zusammen, ruft den Rettungswagen. Hab gedacht, die spritzen ihm irgendwas, waren ihn wieder fit. Ja. Und dann wollten ihn mitnehmen und ließen überhaupt nicht mit sich reden und dann bin ich irgendwann durchgedreht. Und dann ziehen sie einfach mal die Waffe und bedrohen die Rettungswagen. Ich hab ja gehofft, dass sie ihn einfach wieder fit machen, dass wir entweder einfach fahren können, dass wir nach Berlin fahren können. Und haben sie denn gedacht, sie bedrohen kurz die Rettungssanitäter, danach können sie normal weiterfahren? Können ihre Ware ausliefern oder das Ware? Ja, genau das habe ich gedacht. Da hängen natürlich viele Existenzen dran, seine von seinen Mitarbeitern. Es geht ja im privaten Bereich weiter. Natürlich ist das sehr schrecklich und das sind alles Kurzschlussreaktionen. Die werden vielleicht auch später vor Gericht dann Strafmaß ein bisschen runterschrauben. Aber trotzdem, irgendwann muss es mal Klick machen. Und dafür, bei ihm hat es auf jeden Fall nicht Klick gemacht. Der Chef wurde wegen besonders schwerer Nötigung zu einer Strafe von 9 Monaten auf Bewährung verurteilt. Der Fahrer durfte nach einer Nacht die Klinik verlassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt, da seine Fahrt trotz der Nötigung durch den Chef im juristischen Sinne als Trunkenheitsfahrt gewertet wurde.